vom Fürchten. Mein Name ist Vanessa Herbst und ich habe mich in meiner Bachelorarbeit im Wintersemester 2022-23 mit der Konzeption und illustrativen Gestaltung eines Märchens beschäftigt. Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ich kannte das Märchen schon aus meiner Kindheit und habe die Geschichte damals als besonders grausam empfunden. Heute mag ich etwas düstere Geschichten und bei der Recherche nach einer geeigneten Geschichte für meine Bachelorarbeit kam mir dieses Märchen wieder entgegen. Ich konnte mir direkt ausmalen, wie sich die Szenen gut darstellen lassen sowie mit meiner Arbeitsweise vereinen. Im Originalen ist die Geschichte von den Brüdern Jakob Ludwig Karl und Wilhelm Grimm. Das erste Mal wurde sie im Jahr 1812 veröffentlicht. Meine Vorgehensweise war es zuerst, die Geschichte etwas zu modifizieren und dann in 25 Bilder einzuteilen. In meiner Version haben alle vorher menschlichen Figuren die Gestalt von Mäusen und Ratten. Anders als im Original gibt es keine Monarchie und zudem spielt die Geschichte einige Jahre später. Für das Design der Figuren habe ich zuerst zu jedem Charakter einen Steckbrief erstellt. Nach einer ersten Form- und Stilfindungsphase habe ich angefangen, Silhouetten für alle Charaktere zu erstellen. Mir war es wichtig, dass die verschiedenen Eigenschaften der Figuren durch die Gestaltung gut erkennbar sind. Nach den Hauptcharakteren habe ich mich mit den Monster-Designs beschäftigt, wie hier mit den Katzen, sowie mit dem Design für den verstorbenen Vetter. Hier habe ich verschiedene Kombinationen der Figuren ausprobiert, um zu sehen, welche am besten miteinander harmonieren. Entschieden habe ich mich am Ende für diese Kombination an Hauptcharakteren. Fortführend habe ich an diesem Punkt auch schon mal einige Kleidungsstile ausprobiert, wobei ich mich dann für diesen entschieden habe. Hier sieht man nochmal alle Hauptcharaktere zusammen. In der Ausarbeitung der Character Designs habe ich geplant, welche Kleidung die Figuren tragen und Posen getestet. Auch meine digitale Ausarbeitung sowie die Auswahl der Pinsel hat sich hier gefestigt. Ich stelle Ihnen nun die wichtigsten Charaktere vor. Der Hauptcharakter, Karl, hat vor nichts Angst, möchte aber lernen, sich zu fürchten. In seiner Familie, besonders bei seinem Vater, gilt er als Taugenichts und sein Vater macht sich Sorgen um seine Zukunft. Er ist erst 16 Jahre alt und hat eine Hau-drauf-Mentalität, die er durch seine Stärke auch gerne mal beweist. Leider hat er kein großes Interesse am Familienbetrieb seines Vaters. Sein Vater ist schon ein älterer Mann. Er hat sein Leben lang viel gearbeitet und erlebt. So wie schon sein Vater davor, ernährt er seine Familie mit einem Handwerksbetrieb. Er ist streng, aber auch besorgt um seine beiden Söhne. Der ältere Bruder ist der intelligentere von den beiden. Doch auch das hat nicht nur Vorteile. Er ist sehr ängstlich, sobald auch nur die Sonne weg ist. Jedoch unterstützt er seinen Vater tatkräftig im Familienbetrieb. Der Reiche von Reichenstein stammt einer seit Generationen wohlhabenden Familie ab. Er musste in seinem Leben noch keinen Tag arbeiten. Doch er sieht härter aus, als er ist. Das Vorgehen in seiner Villa bereitet ihm große Sorgen. Komposition war ein sehr wichtiger Teil meines Projekts zur Entwicklung der Bilder. Angefangen habe ich mit vielen kleinen Thumbnails zu jedem Bild, wo erstmal ausgelotet wurde, wie die Szenen gezeigt werden. Die ausgewählten Bilder habe ich hier noch einmal digital in Graustufen weiter bearbeitet. Dabei wurden Vorder- und Hintergrund geplant, sowie wichtige Kontraste. Als nächstes habe ich verschiedene Farbkonzepte ausprobiert. Hier war meine Überlegung, einen Warm-Kalt-Kontrast zu erzeugen, mit kühlen Blau-, Grün- und Grautönen
sowie Rot-, Braun- und Gelbtönen für Highlights. Das Ganze habe ich dann grob über die Thumbnails drüber gemalt, um zu planen, was welchen Ton bekommt. Zudem ist hier auch gut zu sehen, welche Szenen drinnen und welche draußen spielen. Nun würde ich Ihnen gerne die Geschichte erzählen. Die Familie verbringt Zeit zusammen im Handwerksbetrieb. Der jüngste Sohn Karl langweilt sich. Daraufhin fragt sein Vater ihn, was er mal werden möchte. Er sagt, er möchte sich gruseln. Sein Vater schüttelt den Kopf. Der Vater schickt ihn los mit einer Handvoll Talern, um sein Glück zu finden. Auf dem Weg trifft Karl einen Landstreicher. Der zeigt ihm den nahegelegenen Geigenbaum und wettet, dass der Junge dort keine Nacht alleine aushält. Er macht sich ein Feuer an und denkt sich, aufmerksam wie er ist, mir ist hier unten schon kalt, denn da oben muss ja noch kälter sein. Kurzerhand hängt er die Toten ab und setzt sie ans Feuer. Doch die Kleidung der Toten fängt Feuer. Und er hängt sie genervt wieder auf. Am Morgen erfährt der Landstreicher, dass er die Wette verloren hat. Karl zieht weiter, bis er an einer Gaststätte vorbeikommt. Dort überhört er ein Gespräch, dass die Villa des Reichen von Reichensteins verflucht sein soll und nur durch einen Mutigen befreit werden kann, der dort eine Nacht überlebt. Karl geht daraufhin zu von Reichenstein und dieser lässt ihn direkt freudig aufs Anwesen bringen. Der Junge sitzt in der Villa und hat sich ein Feuer angemacht, als auf einmal zwei große Katzen auftauchen, die mit dem Karten spielen wollen. Er möchte erstmal ihre Krallen schneiden, doch die Tiere greifen ihn an. Als er ausweicht, fliegt eine von ihnen aus dem Fenster, die andere schmeißt er hinterher. Aus der Dunkelheit erscheint auf einmal eine dreiköpfige Katze an glühenden Ketten. Karl bäumt sich auf und schreit, hinfort mit euch. Und der Spuk ist erstmal um. Um sich etwas auszuruhen, legt er sich ins Bett, doch dieses hat andere Pläne und fliegt mit ihm drin los. Dann schmeißt das Bett Karl in einem hohen Bogen heraus und alles landet auf ihm. Als er sich gerade wieder aufgerappelt hat, und wieder an seine Feuerstelle wollte, stellte er fest, dass dieses aus ist und Männer in Einzelteilen den Kamin herunterkommen. Die Männer wollen mit Knochen und Schädeln kegeln. Das lässt sich Karl nicht zweimal sagen und steigt direkt mit ein. Das geht so lange, bis drei Männer mit einem Sarg hereinkommen. Karl ist sofort klar, das muss sein jüngst verstorbener Vetter sein. Er hebt ihn an und legt die Arme um ihn, um ihn zu wärmen. Daraufhin greift der Vetter ihn an. Karl schmeißt ihn zurück in den Sarg und die Männer tragen ihn wieder heraus. Da kommt ein Riese mit langem Bart in den Raum und fordert Karl zu einem Kampf heraus. Der Junge stellt sich furchtlos. Er fängt den Mann, indem er seinen langen Bart mit einer Axt einklemmt. Der Riese ergibt sich und verspricht dem Jungen einen Raum mit all den Reichtümern zu zeigen. Karl geht mit einem Sack voller Schätze zu von Reichenstein zurück. Dieser bietet ihm die Hand seiner Tochter als Belohnung an. Der Junge willigt ein. Die Hochzeit sollte bald stattfinden und war sehr prunkvoll. Es wurden viele Gäste geladen. Vor dem Altar sieht der furchtlose Karl seine Braut zum ersten Mal. Als er den Schleier lüftet, überkommt ihn ein für ihn unbekanntes Gefühl. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er Angst vor dem, was er da vor sich sieht. Er nimmt sein Geld und die Beine in die Hand und rennt, soweit er kann. Zu guter Letzt möchte ich noch einige Ausschnitte meiner ausgearbeiteten Bilder zeigen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und mein besonderer Dank geht an Bob für die Betreuung meines Projekts. Ich bedanke mich auch bei allen Professoren, mit denen ich während meiner Studienzeit zusammenarbeiten durfte.